mein Gott. Colleen Hoover mit dem Buch Verity. So viele Wendungen, so viel Herzrasen, so viel Herzklopfen, Erschütterung, Angst und was ich nicht alles gefühlt habe. Mein erstes Buch, was ich von Colleen Hoover gelesen habe, weil mir immer wieder gesagt worden ist, dass das halt herausragend sein soll, anders als alle anderen Werke von dem, was sie schreibt. Ich habe da mal ein bisschen nachgelesen und geguckt. Ja, sie schreibt sonst immer Liebesromane. Und das hier war für mich ein Psycho-Thriller. Also am Tag war ich mit meinen Kindern planschen und sonstige. Und in der Nacht bin ich wach geblieben, um Kapitel zu lesen und zu verschlingen. Und das waren Nächte. Alter, waren das Nächte? Das glaubst du nicht. Hallo und herzlich willkommen in meinem Channel. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wie du schon gesehen hast, möchte ich einiges sagen über das Buch Verity. Es geht mir einfach nicht mehr aus dem Kopf. Überhaupt nicht. Ich habe es ja gelesen im letzten Lesemonat und habe schon ein bisschen dazu gesagt. Also, Verity, mein erstes Buch von Colleen Hoover. Ich habe auch nur dazu gegriffen, weil man mir sagte, das ist jetzt nicht so schnulzig. Also nicht so ein Liebesroman, wie sie es sonst wohl immer schreibt. Und ja, ich habe ein bisschen gebraucht, um dazu zu greifen und es mir zu kaufen. Aber im Endeffekt Und habe ich ich dann muss doch sagen, gemacht. Ich bin echt froh, dass ich es gekauft habe. Das Cover an sich finde ich gar nicht mal so schlecht. Als wenn man wie durch eine Nebelwolke geht und nach Geheimnisse lüftet. Oder halt manchmal auch neben sich steht. Damit würde ich das zusammenbringen. Und halt hier oben sind auch Vögel, ne? Überall kleine Krähen, die die Düsternis eigentlich mal so ein bisschen zum Ausdruck bringen. Welches hier in diesem Buch so ein bisschen mit. Ein bisschen, nee, ein bisschen viel. Eigentlich ist das Cover, finde ich, an sich eine gute Gestaltung. Ja, was kann ich zu dem Buch sagen? Und zwar ist es erstmal, Autorin ist Colleen Hoover. Dann hat das Buch circa 370 Seiten in etwa. Dann war es zum Preis von 14,90 €. Ja, nochmal kontrolliert. 14,90 € erhältlich im DTV Verlag. Ja, so viel zu diesem Buch erstmal vom Cover her, von der Gestaltung, von allem Möglichen. Jetzt zum Inhalt. In erster Linie wird uns als erstes Lowen vorgestellt. Um Lowen dreht es sich auch im Großen und Ganzen. Das ist eine Nachwuchsautorin, die halt auf dem Weg zu einem Meeting ist. Ich glaube, ich verrate dir nicht zu viel, wenn es einfach halt am Anfang schon mal ein bisschen um die Geschichte geht. Aber mit diesem Meeting nimmt halt die Geschichte ihren Lauf und damit beginnt das Ganze halt. Und ich saß im Buchladen und habe Tatsache die ersten paar Seiten, wie eigentlich immer, wie ich es immer mache, einfach mal durchgelesen, ein bisschen geguckt vom Schreibstil, ob es mir überhaupt gefällt. Aber ich saß da und habe gedacht, oh nee, alles, was jetzt hier gerade geschrieben steht, läuft wie so ein Film in meinem Kopf schon ab und habe erschrocken hochgeguckt und mich umgeguckt, ob mich irgendjemand vielleicht beobachtet. Es war so gut geschrieben, dass ich mich Tatsache gleich in dieser Geschichte hineinversetzt gefühlt habe. Ich stand direkt daneben und ich dachte, ich bin Lohen und das Blut klebt nur so an mir. Ja, die ersten Seiten sind schon echt spannend und packend. Und eigentlich zieht es sich so weiter. Ich mag es ja nicht unbedingt, wenn da gleich Zufälle sind, aber so viel vorab. Lowen begegnet schon gleich eine sehr wichtige Person am Anfang, die sie ein paar Seiten später dann wieder trifft. Und zwar ist es eben so, dass sie zu einem Meeting geht und in diesem Meeting wird ihr angeboten, dass sie eine Buchreihe nicht von Verity weiterschreiben darf. Verity ist sehr bekannt, eine Autorin. Und ist momentan aber unpässlich. Ja. Somit kommt es eigentlich, dass Lowen, die Nachwuchsautorin,
als Co-Writerin oder Ghostwriterin nachher die Bücher von Verity dann doch gerne weiterschreiben möchte. Es ist eine Mammutaufgabe, die vor ihr liegt, und sie ist auch sichtlich geschmeichelt und möchte sich dieser Aufgabe stellen. Ich möchte ja auch nicht zu viel vorwegnehmen, aber ein paar Sachen werde ich wahrscheinlich so ein bisschen mit erwähnen, aber es ist auch im Klappentext, dass da schon geschrieben steht, es geht um ein unmoralisches Angebot. Es geht um eine unmögliche Liebe. Ja, Liebe kommt drin vor und meines Erachtens ist es auch manchmal ein bisschen zu ausschweifend. Ich brauche nicht so viele Sexszenen. Wenn es einmal erläutert wird, wie es bei denen da langläuft und was sie gerne machen, soll es sein, aber es muss nicht unbedingt immer wiederholt werden. Das mochte ich jetzt nicht unbedingt. Aber das habe ich auch irgendwann so verdrängt, dass mir das überhaupt nicht wichtig war. Dann stand auf dem Klappentext noch mit drauf: Ein Tagebuch, das Unvorstellbares enthüllt. Naja, eigentlich hieß es ja im Buch nicht unbedingt, dass es ein Tagebuch ist, sondern eigentlich ein Skript, was gefunden wird. Und was da drin stand, meine Güte. Naja, egal. Ich gehe jetzt erstmal nochmal zum Klappentext zurück. Eigentlich wollte Loan nur die gefeierten Psychothriller von Rarity Crawford weiterschreiben, die seit einem Unfall nicht mehr ansprechbar ist. Doch mit zweierlei hat Loan nicht gerechnet: dass sich in Verities Mann Jamie verlieben würde, Jeremy, nicht Jamie, Jeremy, verlieben würde und dass sie im Haus der Crawfords eine lebensbedrohende Entdeckung machen würde. Da steht auch schon alles im Klappentext. Und ich möchte auch versuchen, nicht zu viel zu verraten, aber es ist für mich ein Buch, was total mitreißend war. Ey, du hättest mich zwischendurch sehen müssen. Ich saß in meinem Bett und habe an meiner Bettdecke rumgekauert. Ah, furchtbar. Aber genau. Es ist halt ein Buch, was ganz viele Emotionen in mich ausgelöst haben. Ausgelöst hat. Ich konnte ja immer nur, also ich konnte, ja, ich habe oft nur mitten in der Nacht gelesen, ne? Wenn meine Kinder geschlafen haben und wir waren ja im Urlaub. Und natürlich hat man dann am Tag nicht ganz so viel Zeit. In der Nacht habe ich dann gesessen und dann war es auch dunkel. Das passte zu dem Buch wunderbar. Ich saß da an meinem Bett in einer Ecke zusammengekauert und habe immer wieder ein bisschen gelesen. Und das habe ich über mehrere Nächte hinweggezogen, weil ich ja auch zwischendurch mal schlafen musste. Ja, schlafen. Auf jeden Fall war es eben so, dass ich das Buch total faszinierend fand, ja. Faszinierend in seinen Extremen. Also es hat mich ja in seinem Extremen, in den extremsten, dunkelsten Stellen erreicht. Totale Düsternis und dann wiederum knisternde Erotik, die dann zwischendurch stattgefunden hat. Es lag immer so ein Kribbeln in der Luft. Also nicht nur ein Kribbeln von Erotik, nein, auch von Anspannung, Spannung überhaupt. Und wenn es dann mal mit so einem Kapitel zu Ende ging, hat man manchmal, habe ich so gedacht, so, okay, geschafft, leg es weg und lies ein anderes Mal weiter, wenn ich denn schlafen konnte. Auf jeden Fall hat es total süchtig gemacht und dann ist es so, das kennst du wahrscheinlich, ne? Ich gebe mir eine Zeit vor oder eine Kapitelangabe, wie viele ich einfach nur lesen möchte, um dann schlafen zu gehen. Und dann hat man diese Kapitel erreicht und denkt so, okay, jetzt ist es schon so und so spät und ich muss endlich pennen. Ja, aber ich halte mich dann trotzdem nicht dran, ne? Ja, ab zum nächsten Kapitel und weiterlesen. Ihr macht ihr dann. Viel zu spät, nächsten Morgen total wie gerädert und verkatert, steht man dann auf. Egal, weiter. Zum Schluss war es einfach nur noch so, dass ich nicht mehr aufhören konnte. Ich konnte es nicht mehr weglesen, weglegen. Ich musste lesen. Und es war dann auch so, dass ich da wirklich in meinem Bett saß und zwischendurch echt so fassungslos war und so sprachlos war. Und zwischendurch hatte ich so
eine Panik und war hysterisch, war so aufgebracht von dem, was ich gelesen habe. Vor allem die Gedankengänge, die die Autorin da gegangen ist. Ne? Also ein Buch in einem Buch. Und dann dieses ringsrum alles. Ne? Oh Gott, psychisch war das für mich eine Anspannung, eine reine Anspannung. Genau, und dann zwischendurch kam dann wieder diese aufkeimende Hoffnung, dass das sich alles aufklären wird und dass es zwischendurch Hirngespinste von Lowen sind, die dann da sich abspielen. Aber irgendwann stellt man dann fest, das sind keine Hirngespinste, da ist wirklich gerade irgendwas vorgefallen. Ja, also ich war dann auch zwischendurch wie in so einer Schockstarre. Ich konnte nicht mehr atmen. Ich habe da gesessen, mein Herz raste wie Sau. Ich hatte Gänsehaut. Ich musste mich daran erinnern, regelrecht mich erinnern, weiter zu atmen, überhaupt wieder Luft zu holen. Und ich war so angespannt. Ich saß wirklich angespannt da und hatte meine ganzen Muskeln angespannt und musste mich nachher lockern und lösen. Und am Ende des Buches war ich so voller Verwirrung und Erschütterung und Sprachlosigkeit, wie auch jetzt. Ich war sprachlos. Ich war gefangen in diesem Verity-Roman. Was so eine Mischung halt ist aus Psychothriller und zwischendurch so ein bisschen Liebesroman, auch Erotik, aber das war für mich total weit, weit hinten, weil das andere, was ich gelesen habe, mich so gepackt hat, so gezerrt hat und zwischendurch war ich so wütend darüber, was ich da lese. Ja. Also wenn du nicht gerade zart beseitigt bist oder vielleicht nicht gerade schwanger bist oder sowas, und es dich interessiert, dass es zwischendurch so abwegig wird und dass du erstmal nachdenken musst, kann sowas überhaupt passieren? Dann schau einfach mal rein. Also Verity ist wirklich der Knaller. Für mich zumindest. Dieses Buch bleibt mir in meinem Gedächtnis. Ja. Es ist zwar schon im März erschienen, genau, im März ist es erschienen. Aber ich habe es dann halt jetzt im Juli. Ja, im Juli gelesen. Und es war für mich nicht zu spät. Überhaupt nicht. Ich fand es gut. Ich glaube jetzt aber nicht unbedingt, dass ich von Colleen Hoover noch ein anderes Buch lesen werde. Es sei denn, es kommt noch mal so was mega Überraschendes. Was dann wieder gehypt wird, weil Liebesromane brauche ich jetzt, glaube ich, nicht unbedingt noch andere, weil wenn du das mal in meinem Bücherregal so siehst, da steht noch viel rum. Ja, Verity bringt einen zur Ruhelosigkeit und damit möchte ich mich gerne verabschieden. Bis bald!